Ach, das ist doch fett, oder wie kommst du, wieso wirst du immer schneller? Oh, ihr könnt aber locker hintereinander in die Box fahren, also da werdet ihr euch nicht gegenseitig auch behindern. Wir haben genug Platz. Ich hab noch 0,6, also ich kann gleich nochmal ein bisschen pushen. Ich bin jetzt bei 72%. Du bist bei 72? Ja. Da war ich wieder quer. Aber wenn jetzt der Reifen platzt, dann ist natürlich alles zu spät. Aber wenn dann Sektor 3 platzt, dann ist es, glaube ich, noch ein okayes Risiko gewesen. Okayes ist ein sehr schönes Wort übrigens. Oh, jetzt take okay, great again. Da steht zumindest Hamilton jeder. Weg. Was ist denn hier eigentlich los? Haben wir nicht gerade Rosberg auch schon überrundet? Ja. Warum sind denn beide Mercedes so weit hinten? So gut gegen weil die mit mir Unfälle hatten? Aber Sepp verliert gerade extrem Zeit auf Nürburgring. Dabei fahre ich echt schlecht gerade, weil ich habe 78% Reifen. Ich bin jetzt bei 77%. Ich bin aber jetzt gleich in der Box. Jetzt ist auch noch Hamilton hier blöd im Weg. Ich bin echt gerade am Überlegen, ob ich meine Strategie umstelle. Oh, Sebi! An der Boxeneinfahrt rausgerutscht. Oha. Bist du direkt hinter mir gerade? Nee. Ja. Hamilton war noch im Weg. Und der hat auch nicht besonders nett Platz gemacht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er blaue Flaggen ignorieren bekommen hat, weil der auf einmal extrem langsam war. Und ich habe ein Ausrufezeichen. Aber noch ist er nicht platt. Und jetzt ist er gleich also die Boxer. Ja, ich fahre gerade rein. Jetzt muss ich wieder die ganzen Plätze hergeben. Aber irgendwo ist das Rennen noch langweiliger als bei uns. Naja, mal schauen. Oh, ich werde überrundet. Oh, Palmer, Ericsson, na, das ist ja ein Traum, du. Ich hoffe, die geben mir jetzt harte, wenn die mir jetzt nicht harte geben, ne? Ich habe das extra nochmal dreimal eingestellt, quasi. Ja, Egon, wer bist du vor uns? Nein, das ist German. Los jetzt. Was? Bin hinter euch. German ist... Ach, wir haben ja, ich habe gerade gewechselt. Hallo, Mono. Ich war auch gerade in der Box. Hallo. Jetzt stimmt. Ich hab doch am Anfang oh nein, so da ist noch ein KI-Fahrer. Was wundert sich das? Rosberg wieder. Kommst du noch in die Punkte? Ich ja, ich schon. Auf Platz 5. Vor dem Wechsel. Also ja. Aber Sebi und Saoki könnt gleich nochmal auf Mediums fahren, oder? Hab ich nicht vor. Na, ich hab harte so genommen. So ist der Plan. Kann ich auf jeden Fall durchfahren jetzt. Ja, für Sebi wäre es wahrscheinlich Quatsch, weil er dann ein höheres Risiko noch gehen würde und er der Standardstrategie wahrscheinlich gewinnt. Rosberg. Ich habe jetzt auch meinen Abtrieb mal ein bisschen verringert. Also Mann, du kommst über Flaggen, du Idiot. Lass mich doch vorbei. Sepp, wann fährst du an die Box? Nächste. Wie der mich aufhält. Also dieser jetzt mit jetzt berührt er mich auch. Und dann war ich vorbei, dann ist er mir ins Getriebe gekommen und hätte mich gerne wieder überholen wollen. Die nächste Runde. Er hat mich berührt, okay, aber ich war Runde auch rechts vorbei. Ist noch gar nicht so nah. Leider nicht. Oh. Schade, dass es hier nur eine Zeitmessung gibt. Kann ich dich also auch nicht überholen. Ja, wieso hast du kein DRS gekriegt jetzt? Nee. Achso. Achso, ich muss jetzt pushen, ne? Jetzt biegt der Undercut von Zarok. Ne, ich habe den Undercut, der Overcut. Okay, bist du jetzt direkt hinter mir, oder? Ja, was heißt direkt? Ne, direkt noch nicht. Okay, ich sehe es gerade. Ja, das ist das Problem. Das ist, wechselt immer mal. Jetzt kriegst du zum Beispiel wieder. Ich bin auch gerade ein bisschen näher an dich rangekommen. Ja. Kannst du mich hier überholen? Ich will keine Strategie ändern! Ich warte ein bisschen, ja. Keep current! Okay. Musst du eigentlich auf Englisch mit denen reden? Was macht der denn da? Nee, Deutsch geht. Weil dann kann ich nämlich jetzt normal weiterfahren. Wenn du Spiel auf Deutsch hast. Ja, aber er hat ja Spiel auf Englisch. Kannst du dann trotzdem auf Deutsch mit ihm reden? Ich habe mal von außen, dass er dann Englisch benutzen muss, weil wenn du den linken Trigger da drückst, also die linke, also L, was weiß ich, LT Shut oder wie up, auch immer das heißt, dann stehen die Sprachkommandos ja auch in Englisch da, wenn er es auf Englisch hat. So, ich hab mal meinem Ingenieur gesagt, dass er die Fresse. Sag das mal ihm auch mal bitte. Ja, musst du einfach nur Shut up sagen. Ja, ich weiß. Ja. Shut up! Musst du auf Deutsch sagen, Fresse halten oder was? Fresse halten! Wer ist jetzt hinter mir noch? Ist das schon Cyrock oder wer ist das? Ja, ich bin da.
Oh, jetzt fährt Kwiat an die Box. Erstmal eine Boxengasse umholen. Oh! Also man merkt, dass Monos live nicht bei die anderen 90 sind. Ich hab auf euch geachtet, jetzt bin ich da rausgerutscht. Hast du gesehen, mich ihn überholt? Ich bin hinter dir, jetzt bin ich links. Und erstmal so, boah, geil, das möchte ich auch. Ja, ich musste so lachen. Und ich bin, glaube ich, übrigens in der WM-Wertung 6 Punkte oder 8 Punkte vor dir nur. Also, das ist ziemlich knapp. Ich fahren muss. Das ist nicht so gut. Aber jetzt ist Cyber vorbei. Wie gesagt, bei Punktgleichheit bist du immer vorne, weil du der Erste bist. Also, weil du mal Erster geworden bist. Ich noch nicht. Naja, also das Rennen wird halt vierter Platz für mich. Das ist halt komplett einsames Rennen. Oh, da kommen ganz viele Leute aus der Box. Unter anderem Sebi übrigens, aber Sebi ist ja egal. Die Frage ist hier Kwiat und Co. Was? Und Wehrlein. Ich hab gesagt, das soll die Fresse halten. Jetzt fragt er mich schon wieder nach der Strategie. Das heißt, ihr müsst mich gleich nochmal überholen? Ach, nö. Ja, ich bin schon hinter dir. Ja, weit hinter dir, aber. An dieser Stelle eine Kette zu haben, ist so scheiße. Der Seilrock ist ja direkt vor mir. Und der entfernt sich komischerweise nicht. Das bin ich gar nicht gewohnt. Reifen sie dann einen. Ach, das ist Gonrel, der hier vor mir jetzt ist. Das lassen die Reifen auch nicht mal zu. Ah, okay. Okay, also auf dieser Strecke ist die Rennleitung sehr gnädig mit Strafen. Ich habe da nicht mehr eine Verwarnung für bekommen. Oh nein, jetzt bin ich raus. Oh nein! Ich war doch nicht. Denn jetzt? Ich war doch nicht. Nee, du direkt hinter mir. Ja. Du hast damit gar nichts zu tun gehabt. Aber jetzt fahr ich an die Boxen. Ja, aber direkt hinter dir würde ich jetzt auch nicht sagen, aber. In der ist recht weite. Recht weite? Ja, ich glaube nicht mehr ganz. Aber diese Kurve, die könnt ihr alle nicht. Das war richtig scheiße. Nee, ich hab kein DRS. Muss ich Seins und so wieder kriegen? Da ist Cyrock an der Box. Jetzt ist die Frage, wie weit sind wir im Vergleich zu ihm? Ja, ihr müsstet eigentlich locker vorbeikommen. Ohne Wenn und Laber. Gut, dass nur eine Zeitmessung hier ist. Ja, leider. Wir haben einen Fehler gemacht. Also ich habe einen Fehler gemacht. Keine Ahnung, ob du einen Fehler gemacht hast. Okay, wir sind vor Cyrock. Deutlich. Ah, Bottas war ja auch in der Box. Jetzt kommt Gonrel. Lass uns bitte beide vernünftig vorbei. Und nicht nur Sebi. Fahr links, links. Alter. Danke. Oh, das hat dich mehr Zeit gekostet. Mhm. Oh. Bin schon wieder ans Kiesbett. Oh Mann. Ach Gonrel, was machst du denn? Meine ja, keine Ahnung. Ich bin nur zweimal richtig ins Kiesbett gekommen und deswegen bin ich so weit hinten. Ja, das ist so weit hinten, ich bin auf Platz 14. Ja, ja, aber das Gonrel, ich bin hinter dir. Nase, ne? Gonrel, ich bin hinter dir. Innen. Das war schlecht. Damit hast du leider gleich, glaube ich, gleich der doch. Der Bottas hat mich hinter dir rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, wo Bottas rausgekommen ist. Nee, kann ja nicht. Das ist ein interessantes Rennen. Alle sehr kreative Linien gerade. Aber ich werde wahrscheinlich wieder kein DRS bekommen, weil ich am DRS-Messpunkt wieder... Echt nicht? Nee. Der DRS-Messpunkt ist so blöd gesetzt, weil ich den anders anfahre für diese letzte Kurve. Und an der letzten Kurve komme ich extrem nah an euch wieder ran. Aber deshalb bin ich beim DRS-Messpunkt zu weit weg. Achso. Wobei ich die gerade eben extrem schlecht angefahren bin, also von daher. Ein Flugzeug. Ui. Oh, schnell. Trotz überrunden. Du bist 2 Sekunden schneller als meine schnellste. Alonso! Alonso! Ich kann dir übrigens gleich ein bisschen Ruhe geben, weil ich bin bis jetzt auf Fett gefahren. Das kann ich gleich nicht mehr machen. Ach so! Ich habe jetzt extra auf Fett gestellt, weil ich dachte, du bist hier viel zu schnell für mich und so. Aber fährst du selber auf Fett und kannst gar nicht mehr mithalten. Das ist super. Ja, vorhin hat mich Alonso gerade extrem aufgehalten. Das habe ich gesehen. Das habe ich gemerkt. Jetzt sehe ich dich schon nicht mehr. Okay, hier geht's auch berghoch. Okay, da war ich ein bisschen neben der Strecke. Ein bisschen viel. So, aber Zarok fährt halt auf Mediums. Aber hinter uns, das ist... ist das Zarok oder ist das Guillaume? Ich bin hinter dir jetzt. Also da kommt Alonso. Ich bin vor euch, glaube ich. Das ist schlecht. Weil das heißt, Cyborg holt auf. Ich habe aber auch einen kaputten Flügel.
Das in gut. Welcher Runde hast denn du die Mediums draufgezogen? 20. Okay. Alter. Müsste ja passen. Das ist die Scheiße früher. Vor allen Dingen seid ihr immer noch nebeneinander. Oh Gott. Okay. Das hat dich auf jeden Fall Zeit gekostet. Warum ist Paris denn so weit vorne? Ich hab aber DRS. Gleicht sich aus. Toll. Ich du nicht. Nein, natürlich nicht. Ich hab nie DRS. Nein, das stimmt auch nicht. Aber gefühlt. Nie, wenn du es brauchst. Genau. Und ich brauch's immer genau in dem Moment. Ich brauch's immer. Boah, war das eine schlechte Runde. 1,41,5. Warum sind hier so viele Leute, die wir immer überrunden müssen? Meine beste Runde ist gerade mal 1,48. Und ist 1,41,3. Zarok, willst du noch mal in die Box oder was? Nee, warum? Naja, mit Medium wird es schön anstrengend, glaube ich. Ja, ich glaube, das geht aber hin. Aber du wirst auch bei 70% am Ende sein, glaube ich. Alonso, ich bin jetzt links von rechts von dir. Gott sei Dank hat der mich auch nicht. Und immer an dieser schnellen Sektion, wo die KI so lahm ist. Und das kann man ja alles voll fahren. Okay, man muss einmal kurz vom Gas zwischendurch, aber man muss halt nicht bremsen. Die KI bremst immer so hart. In der einen Kurve, da hat mein Auto irgendeinen Fehler. Dann hat mein Auto immer Du beschleunigst du zu stark raus wahrscheinlich. Ey, Massa, ich finde das richtig schön, dass ich jetzt ins Kiesbett darf. Ich finde das auch gut. Ich gehe aber auch ins Kiesbett. Nee, hier ist ein... Alonso! Große Auslaufzone. Wer ist denn dieser Alonso? Kennt den jemand? Ja. Nee, ich kenne bloß Alonso. Aber ja, Alonso den Set zum zweiten Platz. Und zum ersten. Also Sebi wird Erster. Die Frage ist, ob ich durchkommen kann. Ich komme da nicht mehr ran. Also aus eigener Kraft komme ich da sicher nicht mehr ran. Ich bin gerade von Massa ins Kies geballert worden und dann wollte ich wieder auf die Strecke fahren, ganz außen, dann kommt Alonso und schickt mich raus. Gut gemacht, Fernando. So kann Red Bull auch mal Punkte holen. Ja, Punkte holen, das ist ja immer der Fall. Fast. Wobei, einen Punkt haben wir, glaube ich, in jedem Rennen geholt, zumindest. Nee, stimmt nicht, in Monaco nicht. Monaco nicht. Monaco hatte keiner. Ja, doch, alle KI-Fahrer halt. Pferd zum Beispiel. Das Pferd. Ja, das stimmt. Okay, man muss dazu sagen, die Strecke ist auch für den Arsch. Ich mag die. Also, die Strecke ist für den Arsch? Ja. Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 6. Okay, ich. Guck mal ein bisschen mehr auf dich. Also, du kommst nicht näher zumindest. Ich kann nicht näher kommen, wenn ich... Übrigens, Zarok, du sollst noch zwei Stops machen, ja? Ja, mach ich. Also meine Box scheint etwas falsch informiert zu sein. Alles klar, Schiff. Kommst du durch? Ja, ich denke. Ich habe 42%. Ja, dann müsste locker hingehen. Alles klar, dann geht's jetzt zum zweiten Platz. Ja, ich kann aber noch einen Unfall machen oder einen Reifenschaden. Jetzt sind es auch schon 45% in einer Kurve. Oh, von 0 auf 45, das hört sich gut an. 45% in einer Kurve. Ah, Perez geht noch in die Box, das ist gut. Wer die Strecke mag, der hat auch Donald Trump gewählt. Konnten doch überhaupt nicht Donald Trump wählen. Oder ist hier jemand mit einem amerikanischen Pass dabei? Ja, du? Ja, klar, ich. Sebi fährt doch für Kanada, oder nicht? Ich fahr für Kanada, nee, ich fahr für Japan. Ach so. Für Japanien. Okay. Ich fahr jedes das Mal ist der Kaisertod, oder nicht? Oder war das woanders? Nee, das war in Thailand, ne? Ich habe übrigens mal die Königin von Thailand gesehen. In München. Ding Dong, die Hexe ist tot. Nee, Japan hat auch einen Kaiser. Netzial Tenno. Aber wo ist... Irgendwo ist doch einer jetzt gestorben letztens. Ja, nee, das war Thailand. Ja, okay. Oh, ist der mit Happy End gestorben? Was soll das denn sein, mit Happy End gestorben? Mit Happy End. Da ist jemand schlecht informiert über das Land. Ja, lass uns, egal wie das Rennen hier ausgeht, lass uns auf alle Fälle danach noch einen Swiss Best of Marathon starten. Nein. Nein, nein. Wollte das letzte Mal nicht auch schon machen? Ja, der kaputte Flügel hat mich hier gekillt. Jetzt ist hier die Sonne schon wieder so blöd.
Also nicht der kaputte Flügel hat mich gekillt, aber halt Massa hat mich gekillt, weil der den kaputten Flügel verursacht hat. Ich dachte hier, das ist Bestof. Das hat den Flügel gekillt. Massa, das wird. Nee, das hat den Sepp gekillt. Boah, das ist echt. Also, für eine Folterkammer ist das das Richtige, das kann man sagen. Vielleicht ist, arbeitet Swiss auch für die CIA. Und der muss das als Folter machen. Er hat gerade keinen Bock mehr auf Rennfahren und fährt in die Box. Ich hab das gemacht. Ich tausch jetzt die Reifen. Ja, ich kann eh nichts erreichen. Dann fahr mal nochmal die Bestzeit, das ist immer gut. Frag mal Zayrok. Zayrok, du kannst doch auch nichts mehr erreichen. Nee, ich kann auch nichts mehr erreichen. Dann hol dir doch nochmal neue Reifen. Weil Sebi fährt ja eine Bestzeit nach der anderen, das kannst du doch nicht zulassen. Das hätte ich auch nicht zugelassen, aber das ist mir strunzegal. Spot ist gerade an mir vorbei, verdammt. Noch ein Punkt für die. Na, da hast du jetzt wenigstens noch was zu tun mit den Softreifen. Hat Sam in der Aufnahme halt 3 Punkte aufgeholt. Aber es fährt sich mit den gelben einfach schöner als mit dem. Ne, in der Aufnahme insgesamt habe ich 3 mehr als 3. 3. Achso, stimmt, du bist ja Hitzerlehrer direkt. Das ist korrekt. Ja, aber er hat eine halbe Sekunde aufgeholt in den letzten 3 Runden. Ich hätte das Rennen noch gewinnen können, hätte ich nicht einen kaputten Flügel gehabt. Aber mit dem kaputten Flügel keine Chance. Da bin ich mit dem dritten Platz zufrieden. Besser gefahren. Da bin ich mit, ja, bei der Strecke kannst du nicht gut fahren. Klar. Hat er recht. Das ist einfach so eine Strecke, die hat irgendwie, keine Ahnung, da hat irgendwie der Entwerfer dieser Strecke hat schon irgendwie 8 Strecken gemacht gehabt, da hat er einfach keinen Bock mehr gehabt, da hat er die komplett. Ich finde die voll gut. Wir fahren nächstes Mal Japan, die ist voll scheiße zu fahren. Oh, Japan ist geil. Echt jetzt? Ja, die ist okay, echt scheiße. Okay, Japan wird eine Strecke sein, wo ich mit gutem Glück Fünfter werde. Japan wird geil, Japan mag ich. Das ist die Strecke, die ich am wenigsten mag. Ich war zwar für Japan, danach aber kommt, die Strecke mag ich nicht. Glaube ich schon USA, ne? Die hat ja auch quasi diese Japan-Kurve. Japan kommt USA. Die haben ja diese. Hat USA hat einen Tunnel? Nein, diese Kurven, die quasi genauso sind wie in Japan. Diese schnellen am Anfang in Japan und auch am Anfang. Trump eine Mauer in die USA-Strecke gebaut. Ja, die haben auf jeden Fall so eine schnelle Kombination, ja. Ja. Wo man sehr gerne Zeitstrafen bekommt. Ja, Zitat von Jay, du kannst da geradeaus durchfahren. So wie Jay fährt, ist das auch kein Wunder. So, der Abstand zum Teamkollegen. Bei 2012 war das mein Zitat. Kannst du geradeaus durchfahren. Hat er gemacht. Ja. Hat dann gemerkt, geht nicht. Ja, das stimmt allerdings. Das geht ja allein schon nicht, weil du da abhebst, oder nicht? Ach, das wäre kein Problem. Die Autos bei 2012 hatten eine Bodenhaftung, da träumt. Der hättest du an der Decke fahren können. Aber wir hatten jetzt 2 Rennen wieder und kein Safety Car. Und ja, wenn ich ein Schnellstartrennen mache, dann habe ich immer nach 2 Kurven schon ein Safety Car und das ich ist bin schon nicht tragisch, beteiligt. Dass wir keinen Safety Car hatten, ja. Ja, das stimmt. Safety Car würde mir helfen. Boah, ist der langsam nee, in den Kurven. Nee, jetzt würde auch nicht mehr. Nicht. Safety Car bleibt eigentlich nee, immer 3 Runden mehr, draußen. Aber vorhin halt. Ne? So ist es eben, weißt du? Meine Reifen machen übrigens einen Abgang. Bing, bing, bong. Meine gehen, ne? Ach. Meine rollen. Ich kann das übrigens auch wieder auf Fett Traum, fahren, fällt mir gerade auf. Wenn Ergorix jetzt noch hier... Nee, ich fahr mal auf Fett. Könnte ich auch. Wenn Ergorix Reifen Abgang macht. Ja, es wird schon dann nicht so ohne. Dann hätte ich in der Aufnahme keine Punkte gut gemacht. Toll. Also, es kann definitiv passieren. Wie weit ist der hinter dir weg, Zayrok? 20 Sekunden war er vorhin weg. Fahr mal. Sag mal, wenn du überholen kannst. Nee, okay. Alter, what the fuck, bei das mir ist fast eine Sekunde schneller als letzte Runde. Ja gut, Runde. Jetzt überhole ich dich dann. Ja, fuck, ich mache immer wieder den gleichen Fehler hier. Benzin wird wahrscheinlich leer sein. So, 2 Runden noch. Wenn ich es jetzt nur eine wäre, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass das locker weil, reicht. Bei mir ist egal, dann müsste bei mir eigentlich ändert sich nichts mehr an meinem vierten Platz. Sind 26 deine Bestzeit? Ich bin halt 1,40,2. Ich komme nicht mehr in die Punkte. Das ist ja schlechter als meine. Ja, da war mein Flügel auch noch ganz. Oh, Mono, Achtung, ich bin in. Oh, stopp. Jetzt nicht mehr. Ich bin auf Harten gefahren. Und du fährst gerade auf Mediums. Ich bin meine 1,40 auf Harten. Was? Da wolltest gefahren. Du in durch? Ja. Hab gedacht, das schaffe ich, aber habe ich irgendwie nicht geschafft. Ja, jetzt egal, ich bin 13. Das sind fast Punkte. Ja, aber nur fast. Wenn ich Hülkenberg hätte. Ich ein bisschen fett fahren. Diese lange Linkskurve. Ja, das ist doch schon mal eine ordentliche Steigerung im Vergleich. Die ist doch total geil. Nee. Du musst nur einmal kurz zum Gas gehen und im richtigen Moment lenken. Ja, dann fahr die mal mit dem kaputten Flügel. Ich fahr die mit kaputten Reifen.
Du warst neben der Strecke, ne? Ja, leicht. Das war aber noch nicht die Kurve. War die davor. Ja, das ist aber dein ABS. Nee, das sind die fehlenden Reifen. AIDS! Keine fehlenden Reifen, achso. Oh Gott! Ja, so ganz ohne Reifen ist schlecht. Kies. Das ist gut, wenn Cyborg den Fehler Strecke macht, nachdem ich den mache, dann ändert sich einfach nicht. So weit weg. Ja, das stimmt. Fahrer hinter mir. Das ist so eine Strecke, die gewinnen halt die Behinderten. Ja, das stimmt. Du sollst übrigens immer noch zwei Stops machen. Ja! Es sind nicht mal mehr die Möglichkeit dafür. Wir sind in der vorletzten Runde. Ich muss die Bestzeit noch fahren, lass wieder die Box. Boah, das wäre so gut, wenn du das machen würdest. Du hast mich überrundet? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Dann würde ich einfach nur mager fahren. Ich hab dich nicht überrundet. Er hat mir gerade gesagt, du bist eine volle Runde vor mir. Also ich fahr gerade vor Hülkenberg. Ich habe also den 12. überrundet. Ich kann dich eigentlich nicht überrundet haben. Okay. Meine Box lügt. Wer ist denn der weiße Punkt da hinter mir? Das bin ich wahrscheinlich, ne? Ja. Aber Zarok verliert auf mich gerade. Also bei mir steht, du bist eine Minute und 25 Sekunden hinter mir. Also habe ich dich auf jeden Fall nicht überrundet. Nö, wie gesagt, ich hatte gerade mal nachgefragt und der hat mir gesagt, du bist eine volle Runde vor mir. Ich habe so Angst, dass mein Reifen hier platzt, ne? Diese Strecke, ey. Deswegen habe ich gewechselt, weil ich das gar nicht erst reingehen wollte, das Risiko. Aber 76%, das ist halt eigentlich dürfte es erst ab 80 entscheiden werden. Okay, jetzt ist er platt. Er ist platt. Echt jetzt? Ja. Gerade wo du sagst, das safe. Platt. Er ist platt. Ist er jetzt wirklich denn platt oder verarscht? Ja, er ist platt. Das reicht nicht für mich. Das reicht nicht für mich. Meiner ist bei 72. Ich bin bei 74. Platze. Ja, wenn ich dann vor dir bin, dann der Platz. Immer auf die Schnauze. Gas, Gas, Gas! Das reicht für dich. Ach so. Scheiße. Alter. Und rausziehen, nein. Oh, einer von der geflogen. Ich krieg ihn noch, ich krieg ihn noch. Ja, aber du bist ja eine Runde hinter mir. Sepp, die zwei Rennen, die wir aufgenommen haben, die waren praktisch sinnlos. Aber ich wollte mich zumindest nichts getan. Von dir zumindest. Och Mann, ist das ärgerlich. Wir sind ja hier der Konstrukteursabwurf. Bei 78%. Das wäre schade. Sehr, sehr schade. Och Mann. Was? 3 Sekunden Zeitstrafe. Das war ein typischer Fall von Karma. Ach, die Reifen, die halten. Die werden erst bei 80% werden die kritisch. Wir waren bei 78. Ich hab in der ja, das ABS fehlte halt. Bonus Benzin ist leer? Schon wieder? Ja, wie machst du das denn? Ja, Sepp, GZ zum Sieg? Zum Sieg? Ja, mein verdienter Sieg. Echt schade. Ja, würde ich auch sagen. Schade, nachdem Massa mir da reingefahren ist, war auch nicht mehr drin. Warum werde ich als Kimi Räikkönen angezeigt? Ja, dritter Nergorix. Nergo wie immer dritter, ja. Das bei mir angezeigt. Ja, die letzten Male ja auch nicht, weil mich da ja Leute abgeschossen haben. Ich habe in der letzten Kurve bin ich scheiße rausgekommen und... Ach Mann, das ärgert mich. Ja, na gut, da war einfach nicht mehr drin. Und Sebi ist... Ja. Und Zarok ist so schlecht gefahren. Wenn ich am Anfang zum Kotzen gefahren hätte... Ist das ärgerlich. Gut, aber ich habe mich auf jeden Fall... Ich freue mich auf nächste Saison ohne ABS. Bei allen. Oh Gott. Da wenn du dann werden. Immer noch schlechter bist als ich und Sepp, dann musst du dir was Neues... Das wahrscheinlich schon, aber mein Reifenverschleiß wird nicht schlechter sein. Ach so. Ja, das war ein nice Rennen. Die ersten 14 Runden spannendes Rennen. Ich gehe jetzt in die Ecke und dann kam Massa, dann nicht mehr. Ja, war am Ende auch noch spannend. Aber also ja, Nergorix, das ganze Rennen eigentlich recht spannend. Nergorix hat versucht, mich einzuholen, aber da war halt nicht mehr drin. Das ist einfach, weißt du... Soll ich mutig mal. Habe ich zweimal gemacht. Ja, und mit diesen Worten, sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal gibt es Japan. Und die Strecke danach, wo ich gerade nicht weiß, welche das ist. USA! 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 Make America great again! Ja, da kannst du es dann sagen. Ja. Und bis dahin! Tschüss! Ciao! Ciao. Tschüss!